und im Geist der Liebesflamme betet, verliert in jeder Pfarrgemeinde während dieser Zeit Satan seine Macht über die Seelen und er wird geblendet. Ich habe erwähnt auch die Verehrung des kostbaren Blutes und die Kraft des kostbaren Blutes. Das wiederhole ich jetzt nicht. Und das ist auch eine der wichtigsten. Und jetzt sind wir bei der Aufopferung der täglichen Arbeit. Das können wir auch, viele Hausfrauen sind hier, also das ist dann auch ganz, wir können das ganz einfach auch unsere Arbeit aufopfern. Die Mutter Gottes sagte der Elisabeth, opfert tagsüber eure Arbeit auch zur Ehre Gottes auf. Wenn ihr imstande der Gnade seid, dann steigert sich auch durch diese Aufopferung die Verblendung Satans. Lebt daher in der Gnade, damit die Blendung Satans sich immer weiter ausbreite und auf ein immer größeres Gebiet erstrecke. Und dann Jesus sagte noch, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Hauptsächlich fehlen solche, die mit Herz und Seele in die Arbeit einsteigen. Brennet wie der brennende Dornbusch, der brennt und dennoch nicht verbrennt und dessen von Liebe brennendes Feuer mich erreicht. Dann sagt noch die Mutter Gottes ihr, Demut und Opfer, diese beiden Haltungen sollen deine Seele beherrschen. Glaube und Vertraue. Glaube doch jetzt schon endlich an meine mütterliche Macht, mit welcher ich Satan verblenden und die Welt vom Abgrund retten werde. Dann sagte sie noch weiter, je mehr opferbereite und im Gebet wachende Seelen es geben wird, umso wirksamer wird die Kraft meiner Liebesflamme auf Erden sein. Stellt euch daher auf, ganz eng aneinander, denn an der Kraft des Opfers und Gebetes bricht die vom höllischen Hass brennende Flamme. Die Bösen werden sich immer einengen, ihre vom Hass brennende Flamme wird ausgelöscht und das Licht meiner Liebesflamme wird alle Enden der Erde erfüllen. Dann spricht sie noch vom Glauben und Vertrauen und über die Treue. Der Herr hat gesagt ihr, lass mich doch nicht allein. Wie soll ich dir die Fülle meiner Gnaden austeilen? Bringe mir viele Seelen. Wenn du einmal verlassen bist, werde ich dich auch nicht allein lassen. Und dann auch, worüber ich schon gesprochen habe, dieses mit Gott vereinigtes Leben, wo ich gestern gesprochen habe über dieses wichtigste Gebet der Liebesflamme, unsere Schritte mögen gemeinsam gehen, dass darin der Sinn und das Wesen der Liebesflamme liegt, dass wir immer mehr vereint mit dem Herrn leben. Also das verblendet, da sagte der Herr auch, dieses Gebet ist eine Waffe in euren Händen, dieses mit Vereinigung mit Gott. Denn wenn jemand mit mir wirkt, wird auch Satan geblendet und dadurch werden die Seelen von der Sünde frei. Und noch von Buße und Sühne sprach die Mutter Gottes. Bete und leiste meinem vielgeliebten, vielgeschmächten Sohn Sühne. Und Jesus sagte ihr, mit jedem Schlag deines Herzens bereue deine Sünden, auch anstelle derer, die nicht mit mir fühlen. Wenn deine Liebe hinschwinden sollte, dann wende dich an unsere himmlische Mutter.
Sie erfüllt dein Herz wieder mit reicher Liebe zu mir. Werde nicht müde in der Betrachtung meiner heiligen 5 Wunden, das wird dir viel Kraft verleihen. Als ihre Seele einmal in so seelischer Trockenheit war, hat ihr Jesus gesagt, ein einziges Vaterunser oder Ave Maria in der größten Trockenheit der Seele gebetet, ist fruchtbringender als das überschwänglichste Gebet im Stande der überstürmenden Gnade. Also wir sollen auch aushalten im Gebet, wenn es schwieriger ist, wenn wir etwas in Trockenheit sind. Eine der wichtigsten Tugenden der Elisabeth Kindelmann war ihre Bußgesinnung, ihre ständige Reue über ihre Sünden. Aber wie ich schon erwähnt habe, der Herr hat gesagt, sie hat ihre Sünden schon längst bereut und er nimmt ihre Reue für andere an. Und der Herr hat auch das sehr geschätzt und sprach ihr auch viel über die Reue, wie wichtig das ist. Meine kleine Tochter, empfange von mir das außergewöhnliche Zeichen meiner Liebe, das du durch deine stete Reue erlangst. Das ist der kürzeste Weg, der dich zu mir führt. Darum fliegst du pfeilgerade zu mir. Diese demütige, beständige Bußgesinnung hält dich im Flug. Ich vergesse alles. Durch deine Bußgesinnung ziehst du mich an wie ein Magnet. Und jede Seele, die das tut, zieht mich an. Ich bitte euch flehentlich, zieht mich an euch. Das ist das vollkommenste Mittel in euren Händen, womit ihr mich verpflichtet, euch alles zu geben. Da gieße ich meine nie versiegenden Gnaden über euch aus. Was mich an dich knüpft, ist deine überaus große Reue. Sie macht mich trunken. Begreift dieses Wunder, dass ihr mich durch die Reue über eure Sünden glücklich macht. Also das ist sehr wichtig, die Reue. Er sagt noch ein schönes Wort darüber. Meine liebe Seele, wünsche mir viele, viele Seelen. O Seelen, wie schmachte ich nach euch? Ach, wie leide ich wegen der Gleichgültigkeit der Seelen. Sage mir, ist es so schwer, mich zu lieben? Auf diese Frage konnte ich wieder nur mit tiefer Reue in meiner Seele antworten, schrieb die Elisabeth. Der Herr fuhr fort. Elisabeth, die Reue deiner Seele befruchtet die Seelen. Weißt du, wie deine Reue ist? Wie die honigsammelnde Biene, die von Blume zu Blume fliegt. So ist deine Reue. In alle Seelen, für die du betest, gieße ich die Fülle meiner Gnaden aus und sie werden ihre Sünden bereuen. Schau, nutzlos sind Biene und Blume, wenn die Biene nicht mitwirkt. Gibt es keinen Erfolg. Siehe, der Sünder ist passiv, er tut gar nichts für sein Seelenheil und wartet wie die Blume auf die Befruchtung. Du verstehst mich, nicht wahr? Durch die Reue über deine Sünden wirkt meine Gnade in den Seelen. Dein Verlangen bleibt nicht ohne Frucht. Wie die Biene musst du von Blume zu Blume fliegend den Blütenstaub einsammeln, damit ich diesen in den Seelen der Sünder zu süßem Honig der Reue verwandle. Das ist, glaube ich, ein schönes, einprägsames Bild und wir sehen daraus, wie unsere Reue wirkt bei den Sündern, wie das bewirkt die Bekehrung der Sünder.
dann klagt der Herr ein bisschen hier über die sogenannte, ich weiß nicht, so sage ich im Deutsch, Frömmler, also die nur beten, aber keine Opfer, nicht bereit sind, auch Opfer zu bringen. Er sagt, Jesus belehrt, die Elisabeth schreibt, Jesus belehrte mich über die Frömmigkeit ohne Opfer. Ich möchte, dass ihr auch meine Worte zu Herzen nehmt und euch in sühnender Anbetung und wahrer Bußgesinnung vor mir niederwerft. Denn vielen frommen Seelen ist es auch eigen, wenn sie dem Gebet Genüge getan haben, zu denken, jetzt hätten sie Gott gegeben, was ihm gebührt. O, wenn ihr den unermesslichen Schmerz meines göttlichen Herzens über eure fromme Gleichgültigkeit verspüren würdet. Ich bin das Opfer und vollbrachte mein Erlösungswerk nicht durch Frömmigkeit, sondern nahm unentwegt viele Opfer auf mich. Buße, 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 das warte ich von euch. Das Wort der Reue dringt hinauf zum Thron des himmlischen Vaters. Es ist jenes Wort, das seine strafende Hand zurückhält. Und noch zuletzt über die Reue, die Elisabeth schreibt, am Abend vor dem Schlafengehen geschah es. Mein Gebet beginne ich immer mit einem Akt der Reue, denn ich fühle mich nur dann so recht in die Anbetung Gottes versenkt, wenn ich zuvor den schönen Teppich meiner Reue vor dem Herrn ausbreite und mich darauf lautlos niederwerfe. Während meiner Reue sprach Jesus wiederholt: Gesegnete Seele bist du. In diesem Moment entrückte er meine Seele von dieser Erde. Nur aus dem Nachhall seiner Worte versuche ich einiges niederzuschreiben. Denn danach sprach er noch Folgendes: Nur die von Sünden gereinigte Seele ziehe ich so an mich. Darüber kann ich nicht mehr schreiben. Dieses sich zu Gott erheben ist nicht in Worten auszudrücken. Also da sehen wir, wie wichtig die Reue und das reine Herz ist, weil wirklich nur das kann Gott an sich ziehen und mit Gnaden erfüllen. Noch über die Seelenrettung, das ist auch wichtig, weil das ist das wichtigste Ziel der Liebesflamme. Jesus sprach: Wollet teilhaben an meinem Erlösungswerk. Das sei das Ziel, das höchste Gut eures Lebens, welches ihr mir entgegenbringen könnt. Ergreift daher jede Gelegenheit, jedes Mittel zur Rettung der Seelen. Darum bemüht euch. Als Jesus seine Worte beendete, sprach die heiligste Jungfrau zu mir: Meine Tochter, ich will, dass keine einzige Seele verdammt werde. Wollet auch ihr dies mit mir gemeinsam? Deshalb gebe ich euch den Lichtstrahl in die Hand, welcher meine Liebesflamme ist. Und der Herr hat auch Elisabeth gesagt, unsere Gedanken seien eins, die Rettung der Seelen. Also auch in diesem Gebet hören wir, die Gedanken unseres Geistes seien eins. Aber was ist der wichtigste Gedanke des Herrn? Die Rettung der Seelen. Also wo er sagt, unsere Gedanken seien eins, die Rettung der Seelen. Wir sollen auch oft daran denken. Während meiner Arbeit bat mich die heiligste Jungfrau inständig, schreibt Elisabeth: Du bist auch eine Mutter. Ich teile mit dir mein unermessliches Leid. Überlege, wenn deine 6 Kinder verdammt würden, welch ein Schmerz wäre das für dich? Und ich,
O meine Qual, ich muss zusehen, wie viele meiner Kinder in die Hölle stürzen. Das hat Frau Leichmann auch zitiert heute. Hilf, 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 mein Kind. Und zu unserer Ermunterung sagt der Herr, kann ich euch zurückweisen, wenn ihr von mir Seelen verlangt? Nein, dann würde ich ja gegen mein Erlösungswerk handeln. Ich erhöre in jedem Fall euer beharrliches Gebet. Also wir sollen mutig um Seelen bitten von Herrn, weil dann gibt er auch uns die Seelen, rettet er die Seelen. Und dann noch über die Familien, weil das ist sehr wichtig. Ich habe gestern auch schon erwähnt, dass vor allem aus den Familien wollte die Mutter Gottes die Liebesflamme ausströmen. Das ist die kleinste Zelle der Gemeinschaft und wie ich gestern gesagt habe, auch gottgeweihte Berufungen und auch gute Mutter- und Vaterberufungen kommen von den guten christlichen Familien. Und die Mutter Gottes spricht hier darüber, zuerst über ihren Schmerz, über die Familien. Du weißt, wie groß meine Sorge um die Familien ist. Viele Familien, die Familien sind zerrüttet. Sie leben, als hätten sie keine unsterbliche Seele. Mit meiner Liebesflamme will ich den Feuerherd der Familien wieder aufwärmen, die zerstreuten Familien wieder zusammenhalten. Sorgt dafür, dass ihr viele seid, damit sie sich wie ein Lauffeuer verbreite und dadurch werden sich viele meiner Liebesflamme anschließen. Helft mir, an euch liegt es, dass meine Flamme zünde. Und dann hat der Herr gesprochen über vom Haus Nazareth, dass das liebevollste Nest seiner Familie war, hat er gesagt. Meine Mutter will, dass jede Familie ein Gnadenort sei, ein wunderbarer Ort, wo sie mit euch vereint ihre Wunder wirkt, aber in der Tiefe der Herzen. Von Herz zu Herz gehend, gibt sie ihre Liebesflamme in eure Hände, die durch euer opfervolles Gebet Satan verblendet, der in den Familien herrschen will. Also wir können auch sehr wirksam kämpfen gegen den Satan, der auch in unserer Familie oder andere Familien wirklich herrschen will und Trennung bringen will. Und das ist auch eine Frucht der Liebesflamme, das haben sehr viele erfahren, dass getrennte Familien wieder vereint werden. Und deshalb zum Beispiel auch im Ausland unterstützen und viele Bischöfe und Priester auch die Liebesflammenbewegung, weil sie sehen auch bei den Familien zum Beispiel diese Frucht, dass so viele wieder vereint werden und noch viele andere Früchte, aber das ist auch eine sehr große, wichtige Frucht. Dann noch die Mutter Gottes, meine kleine Karmeliterin. Deshalb spricht sie als Karmeliterin an, die Mutter Gottes und auch der Herr sie, weil sie dann in den dritten Orden des Karmes aufgenommen wurde. Also sie war meine kleine Karmeliterin, durch dich will ich die unbegrenzte Liebe meines mütterlichen Herzens und die daraus entstehende Sorge zum Ausdruck bringen, die ich wegen der Gefahr des Verfalls der Familien, die die ganze Welt bedroht, empfinde. Meinen mütterlichen Hilferuf richte ich vor allem an euch und mit euch vereint will ich die Welt retten. Meine Tochter, dich lasse ich vor allem wahrnehmen, wie mächtig mein Einsatz an Kraft ist, mit der ich für Satans Verblendung eintrete. Dein mitfühlendes Herz macht dich für diese Weitergabe meiner Liebesflamme verdienstlich.
Wer auch immer mit mir fühlt, hat ein Recht auf diese Gnade, mit der wir die Seelen vor der ewigen Verdammnis retten. Und noch der Herr an die Familienmütter. Du und all ihr Familienmütter, die ihr nach meinem Herzen handelt, wisset, dass eure Arbeit nicht geringer ist als die Tätigkeit der sogar zur höchsten Würde erhobenen Priester. Ihr Eltern, ihr Mütter, begreift doch diesen erhabenen Beruf, den ich euch anvertraut habe. Ihr seid dazu berufen, mein Reich zu bevölkern. Aus eurem Herzen, aus eurem Schoß beginnt ein jeder Schritt meiner heiligen Kirche. Mein Reich wächst in dem Maße, wie ihr Mütter mit den erschaffenen Seelen umgeht. Ihr habt die größte und eine über alles verantwortungsvolle Aufgabe. In eure Hände habe ich diese Arbeit gelegt, die viele Seelen zum Heil führen soll. Dann noch in einer anderen Botschaft sagt er: Lass meine Bitte dem Heiligen Vater zukommen, durch den ich meinen mit großen Gnaden verbundenen Segen erteilen lassen will. Diesen Segen gebe ich jenen Eltern, die meinen göttlichen Willen annehmend in meinem schöpferischen Tun mitwirken. Dieser Segen ist einzigartig und nur auf Eltern übertragbar. Bei der Geburt eines jeden Kindes übergieße ich diese Familien mit außerordentlichen Gnaden. Also das ist gut zu wissen. Wenn wir im Geist Gottes die Kinder erzogen werden, dann gibt der Herr diesen großen Segen und außerordentliche Gnaden übergießt er beim Geburt jedes Kindes. Wichtig ist vielleicht noch zuletzt die Liebesflamme und die Sterbenden, weil das ewige Schicksal des Menschen entscheidet sich vor dem Tod. Also die Mutter Gottes bittet deshalb uns viel für die Sterbenden zu beten, weil der Böse versucht dann alles zu tun, dass die Sterbenden nicht vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und so nicht gerettet werden können. Und die Mutter Gottes sagt, durch ihre Liebesflamme verblendet sie den Satan und dann können sie doch vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und können so gerettet werden. Sie verspricht sogar, das ist ein sehr großes Versprechen, wenn die Liebesflamme meines Herzens sich auf Erden entzündet, dann fließt ihre Gnadenwirkung auch den Sterbenden zu. Satan wird geblendet und mit Hilfe eures wachenden Gebetes hört der Kampf der Sterbenden mit Satan auf. Beim sanften Schein meiner Liebesflamme werden sich die verstocktesten Sünder bekehren. Also der verstockteste Sünder bekehrt sich durch das Ausströmen der Liebesflamme, wenn der Satan verblendet wird. Und die Mutter Gottes bittet deshalb besonders um Gebetswache, also auch wer, wenn es nicht zu viel ist und öfters in der Nacht auch etwas beten kann, weil das besonders mit viel Opfer verbunden ist und dadurch kann man auch wirksam die Sterbenden retten, besonders wenn man im Geist der Liebesflamme betet, also für sie das Ausströmen der Liebesflamme bittet. Meine Bitte ist, dass die nächtliche Gebetswache, durch die ich die sterbenden Seelen retten will, in einer jeden Pfarrgemeinde so organisiert werde, dass keine einzige Minute ohne Gebetswache bleibe. Das ist das Mittel, das ich euch in die Hand gebe. Dadurch rettet ihr die Seelen der Sterbenden vor der ewigen Verdammnis.
Das habe ich gestern gesagt, dass in Ungarn auch in einer Pfarrgemeinde das so organisiert wurde. Und jetzt brauchen die Leute nur ganz kurz beten. Und dann hat die Mutter Gottes versprochen, keine Seele wird verloren gehen in der Pfarrgemeinde. Und die armen Seelen noch, die Liebesflamme und die armen Seelen. Meine Liebesflamme, die ich aus meinem Herzen in immer größerem Maße über euch ausbreiten wünsche, breite ich auch auf die armen Seelen aus. Es gibt diese Gnade des Fastens bei Brot und Wasser am Montag, dann können wir jedes Mal eine Priesterseele aus dem Fegefeuer befreien und außerdem noch viele armen Seelen, die Priester bei der Wandlung und die Gläubige bei der Kommunion. Und die Mutter Gottes hat gesagt, wer das regelmäßig tut, genügt bis 6 Uhr am Abend zu fasten. Und wenn man einen Rosenkranz mit Liebesflammen zusätzlich betet für diese arme Priesterseele, dann wird er auch gelöst. Also auch wenn wir dann nur bis 6 Uhr fasten. Die Elisabeth Kindelmann hat auch erfahren, den Seelenzustand dieser arme Priesterseele noch im Fegefeuer und danach, wie er schon in den Himmel gekommen ist. Und dieses Erlebnis war so groß für sie, dass sie dann seit dann nie weggelassen hat, dieses Montagfasten. Also sie hat schon erfahren, was das bedeutet, wenn man vom Fegefeuer in den Himmel kommt. Und nicht nur die eine Priesterseele, sondern sogar viele andere arme Seelen, die schon drankommen, werden dann befreit. Dann schreibt sie noch, wenn ihr auf meine Liebesflamme meines Herzens berufend 3 Ave Maria betet, wird eine arme Seele aus dem Fegefeuer befreit, auch kein großes Versprechen. Und jetzt noch größer, im Monat der armen Seelen, im November, befreit ihr für jeweils ein Ave Maria 10 armen Seelen aus dem Fegefeuer. Auch die armen Seelen sollen das Gnadenwirken der Liebesflamme meines mütterlichen Herzens erfahren. Und zuletzt nur noch ein Wort des Herrn. Meine Tochter, ich muss dir sagen, seit das Wort Mensch geworden ist, wurde meine Mutter noch nie mit einer solchen Ehre ausgezeichnet wie jetzt, da sie durch ihre Liebesflamme die Menschenherzen und Seelen entflammt. Ein jedes Gebet, jedes Stoßgebet, dass irgendjemand irgendwo auf der Welt gebetet hat, wird an jenem Tage, an dem die Liebesflamme meiner heiligsten Mutter zur Geltung kommt, wie ein ineinander verschmolzender Hilferuf sein. Dann wird die Menschheit sich der Mutter Gottes zu Füßen werfen, um ihr für ihre unbegrenzte mütterliche Liebe zu danken. Bitte übergib meine Worte den Zuständigen, bitte sie in meinem Namen, die große Gnadenflut nicht verhindern zu wollen, die das unbefleckte Herz meiner Mutter in ihrer glühenden Liebe zu euch über die ganze Erde ausgießen will. Und da wir jetzt gerade nach Pfingsten sind, das vielleicht noch gut zu wissen, dass durch das Ausströmen der Liebesflamme wird wie ein zweiter Pfingsten sein, hat der Herr gesagt. Er sprach viel über die Gnadenzeit und das Ausströmen des Heiligen Geistes, schreibt Elisabeth, dass man mit dem ersten Pfingsten vergleichen könnte, dass die Erde mit der Kraft des Heiligen Geistes überflutet wird. Bei diesem großen Wunder wird die ganze Menschheit aufhorchen. Dies wird durch das Gnadenwirken der Liebesflamme
unserer heiligsten Jungfrau geschehen. Die vom Unglauben schon allmählich verdunkelte Welt wird gewaltige Erschütterungen erleben müssen und danach wird man glauben. Diese Erschütterung wird durch die Kraft des Glaubens eine neue Zeit ins Leben rufen. Das im Glauben gefestigte Vertrauen wird durch die Kraft der Liebesflamme in den Seelen Wurzel fassen. So wird das Angesicht der Erde erneuert. Denn eine solche Gnadenflut wurde euch noch nie gegeben, seit das Wort Mensch geworden ist. Diese Erneuerung der von Leiden überfluteten Erde wird durch die fürbittende Macht und Kraft der allerseligsten Jungfrau geschehen. Also diesen Ereignissen stehen wir bevor und wir hoffen, dass es dann wirklich diese zweite Pfingsten kommt und durch die Liebesflamme wieder eine Blütezeit kommt in die Kirche und in die Menschheitsgeschichte. Also dafür beten wir und danke für eure Geduld. Das war jetzt ein bisschen dicht und viel, aber ich hoffe, dass es doch noch einiges geholfen hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zuerst beten wir ein Gebet zum Heiligen Geist, dieses Gebet, das die Mutter Gottes gegeben hat. Sie können auch mitbeten, die kennen. Bei der Gudrun kann man auch bekommen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle meine Seele mit deinem Geist. Durchdringe meine Seele mit deiner Gnade und ihren sieben Gaben. Mache meine Seele bereit, die Gnaden und die Liebesflamme, die liebenswürdigste Gabe der allerseligsten Jungfrau Maria, zu empfangen. Hilf uns, damit sich die Sehnsucht unseres Herzens mit den Flammen der Liebe der Mutter Gottes vereine. Hilf uns, dass unser Herz mit jener Liebe erfüllt werde, die das unbefleckte Herz Mariens durchdrungen und erfüllt hat. Komm, Heiliger Geist, erneuere und stärke die Liebe meines Herzens, damit die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens darin lodere, jetzt und in Ewigkeit. Amen. A Szűzanya mondott ma is egy üzenetet, ezt szeretnénk először felolvasni. Auch heute hat die Mutter Gottes euch eine Botschaft gegeben, das möchten wir zuerst vorlesen. Und die gestrige und vorgestrige ist inzwischen getippt worden, das werdet ihr schon morgen dann bekommen können. Also heute hat auch der Erzengel Michael eine Botschaft gegeben, aber das habe ich noch nicht geschafft zu übersetzen, nur von der Mutter Gottes, vielleicht morgen oder heute kann ich auch das noch. Also die Mutter Gottes, meine lieben sühnenden Kinder, ich führe euch allmählich in die Mysterien meines unbefleckten Herzens ein. Ich habe Freude an euch, weil ihr eure Ohren und eure Herzen für meine Worte geöffnet habt. So können meine Worte in eurer Seele und in eurem Leben gute und reiche Frucht bringen. Durch meine Liebesflamme gebe ich euch Licht und Freude aus der flammenden Liebe meines Herzens. Ich möchte die Liebe in den Herzen jener anzünden, die nicht mehr lieben können, die der Geist der Bosheit und dieser Welt mitgerissen hat. Ich entzünde ein neues Licht für euer von der Krise leidendes und mit Schwierigkeiten kämpfendes Herz, um euch aus der seelischen und geistlichen Finsternis hinauszuführen. Mit mütterlicher Liebe führe ich euch als meine kleinen Kinder.
In der Liebesflamme meines unbefleckten Herzens gebe ich euch Jesus, seine flammende, dreifaltige Liebe mit der flammenden Liebe meines mütterlichen Herzens. Ich möchte, dass diese göttliche und gottesmütterliche Liebe in euren Herzen und in dem Herzen jedes Menschen angezündet wäre. Bittet also mit eifrigem Herzen um das Ausströmen meiner Liebesflamme für euch, eure Heimat und für die ganze Menschheit. Betet mit dem Herzen beständig und ihr werdet den Segen, die Kraft und die Macht des Gnadenwirkens der Liebesflamme erfahren. Durch meine Liebesflamme führe ich euch zur innigen Einheit mit meinem heiligen göttlichen Sohn. Mein größter Wunsch ist, dass euer Herz mit seinem heiligsten Herzen zusammenschlägt und mit ihm immer mitfühlt. Két hónapja mondta a Szent Mihály Arkangyal, hogy Isten akarata a ti megszentelődésetek. Erzengel Michael hat vor zwei Monaten gesagt, so formuliert, der Willen Gottes ist eure Heiligung. Jézus azért jött, hogy a tüzet hozzon a világba, és hogy a, mit, mi más szeretne, mint hogy ez a tűz lángra lobbanjon. Wie wir in der Heiligen Schrift lesen, was ich auch schon erwähnt habe, der Herr sagt über seine eigene Sendung, ich bin gekommen, um auf die Erde Feuer zu werfen, und was anderes wünschte ich, dass es schon brennt. És mivel a legnagyobb vágya, ezért jött a világra, hogy lángra lobbantsa az isteni szeretetet bennünk is. Also ist deshalb in die Welt gekommen und Mensch geworden, damit die göttliche Liebe anzündet in unserem Herzen, in den Herzen der Menschen. Jézus a világ világossága, és ezért akarja, hogy mi is a világosságban járjunk. Ist das Licht der Welt und deshalb will er, dass wir auch im seinem Licht leben. És hogyha befogadjuk az ő világosságát, akkor az Isten gyermekei vagyunk. Wenn wir sein Licht annehmen, aufnehmen, dann sind wir wirklich Kinder Gottes. És hogyha mi a szűzanya szeretet lángját befogadjuk, akkor szűzanyához egy egészen gyermeki kapcsolatunk alakul ki. Und die Lichter der Welt. Und wenn wir die Liebesflamme der Mutter Gottes annehmen und aufnehmen, dann werden wir auch eine sehr innige Beziehung zur Mutter Gottes haben als ihre Kinder. Und dann dieses Licht ihrer Liebesflamme können wir auch weiter strahlen, wo auch nicht nur ihr Licht drin ist, das Licht ihrer Liebe, sondern das Licht der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit. És ezt a szeretett lángot kell továbbadni. Ezt mondta Erzsébet asszonynak is a szűzanya az első üzenetében is, és ezt mondja, ezt fejti ki nálam is. Also dieses Licht der Liebesflamme sollen wir weitergeben. Das hat die Mutter Gottes auch schon in ihrer ersten Botschaft der Elisabeth Kindelmann gesagt und auch darüber spricht sie auch oft bei der Schwester Agnes, dass dieses Licht der Liebesflamme soll durch uns leuchten und wir sollen sie weitergeben unseren Mitmenschen. Az embereket régóta foglalkoztatja, hogy mi az ember életének értelme és a szenvedés értelme. Das geschieht aber oft durch Leiden und durch Opfer. Und das beschäftigt auch die ganze Menschheit schon seit Jahrtausenden. Was ist der Sinn des Lebens und was ist der Sinn des Leidens? Warum müssen wir leiden? És a szenvedésnek a szenvedésben, a fájdalomban az a döntő, az a fontos, hogy mi hogy viszonyulunk ahhoz a szenvedéshez.
Unsere Leiden sind meistens, stammen meistens von dem Mangel von etwas oder von dem Verlust von etwas oder dass wir von etwas oder von jemandem uns entfernen. De az a kérdés, hogy vajon fáj-e nekünk, hogyha az Istentől eltávolodunk. Das tut uns oft weh, aber ob es uns auch weh tut, wenn wir von Gott uns entfernen. Sokszor csak a hiányban érezzük meg, tapasztaljuk meg, hogy milyen ajándékokat kaptunk az Istentől, mikor már elveszítettünk, vagy nincs meg az a kegyelmi állapot, ami korábban megvolt. Oft können wir etwas schätzen, erst wenn wir das verlieren, wenn es aber dann zu spät ist. Und auch oft die Gaben von Gott können wir und seine Geschenke schätzen, wenn wir sie verlieren, auf jeden Fall zeitweise. És gondolom, hogy mindenkinek volt már valamilyen fajta szenvedése. Sicher, dass jeder schon gelitten hat oder Schwierigkeiten hatte, Probleme hatte. És amikor megizleljük a szenvedést bármilyen formában is, akkor az megsebesíti a szívünket. Wenn wir leiden müssen in irgendeiner Form, das verwundet unser Herz. Isten szeretete akkor is velünk van, és még akkor sokkal jobban tapasztalhatjuk, ahogy Schwester Hildegard is mondta, hogy akkor még közelebb van hozzánk a Jóisten szeretete, illetve még inkább meg tudjuk tapasztalni. Aber besonders beim seelischen Leid wird unser Herz verwundet, aber Gott ist uns noch näher während der Zeit des Leidens, dann können wir seine Liebe noch mehr erfahren. És a szűzanya oltalmazó szeretetét is sokkal jobban meg tudjuk tapasztalni ilyen lelki szenvedések közepette. Und auch die schützende Liebe der Mutter Gottes können wir noch mehr erfahren während dem Leiden. A szenvedés időszakában a lelkünkben egy folyamat megy végbe. Während des Leidens geht in unserer Seele ein gewisser Prozess. Mert akkor sokkal nyitottabbak vagyunk az égi kegyelem befogadására. Dann sind wir viel offener für die Aufnahme der himmlischen Gnaden. Mert a lélek megnyílik, a szenvedés nyitja meg a lelket, és akkor Isten kegyelme sokkal hatékonyabb bennünk. Also das Leiden öffnet die Seele und dann ist die Gnade Gottes in uns viel wirksamer. És akkor sokkal jobban elgondolkodunk az örök célunkról és a saját sorsunk felől is. Der leidende Mensch erfährt seine Kleinheit, seine Schwachheit, seine auf Gott Erwiesenheit und deshalb sucht der Mensch dann während dem Leiden beim Gott oder bei der Mutter Gottes Schutz und Hilfe. A szenvedő embernek élő tapasztalata van a kicsiségéről, a gyöngességéről, Istenre utaltságáról. Und Gott lässt das Leiden gerade deshalb zu, weil in dem Schmelzofen des Leidens, wie das Gold auch so gereinigt wird, wird die Seele veredelt und das Schlechte wird so ausgebrannt aus der Seele, wird geläutert die Seele durch das Leiden. Ezért gyakrabban keresi az Istennel való kapcsolatot, és a szűzanyánál keres oltalmat a szenvedő ember. Dann werden wir von dieser Welt viel leichter uns trennen können und viel mehr auf Gott konzentrieren und ihn leichter finden, als im täglichen Leben, wenn uns nichts fehlt. Akkor sokkal jobban nyitottabbak leszünk az Isten akaratának keresésére. Dann können wir auch den Willen Gottes besser erkennen. De ahhoz, hogy Isten akaratát keressük, ahhoz először
annak meg kell előznie, hogy önmagunkat el tudjuk fogadni. Bevor wir den Willen Gottes suchen oder annehmen können, sollen wir zuerst uns selbst annehmen können. Saját múltunkat, saját a környezetünkkel való kapcsolatunkat is el kell fogadni. Unsere Vergangenheit, unsere Beziehung mit unseren Mitmenschen, mit unserer Umgebung annehmen können. És a szenvedés tüze, az kiégeti a salakot az emberi lélekből. Ehhez kapcsolódóan szeretnék egy rövid történetet mondani. Noch zu dem, was wir vorher erwähnt haben, dass das Feuer des Leidens verbrennt das Schlechte aus dem Menschen, möchte ich eine Geschichte erzählen. Malakiás 3:3-ban írja, van ez a részlet, hogy ahogyan az ötvös leül és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint aranyat és az ezüstöt szokás. Der Prophet Maleach schreibt in Maleach 3:3, dass der Goldschmied er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Ez az idézet teljesen lenyűgözte az egyik szerzetest, és ezért elindult egy ötvöshöz, hogy megkérdezze, hogy működik ez a, hogy történik az ezüstnek a tisztítása. Dieses Zitat aus der Heiligen Schrift hat ein Mönch gelesen und es hat ihn sehr so beeindruckt, dass er sich vorgenommen hat, einen Goldschmied aufzusuchen und zu schauen, wie es wirklich geschieht, die Reinigung des Silbers. A szerzetes nem mondta az ötvösnek, hogy milyen céllal ment. Er hat nicht verraten dem Goldschmied, warum er zu ihm gekommen ist, nur dass er zuschauen möchte, wie er den Silber reinigt. Miközben a szerzetes az ötvös nézte, a férfi megfogott egy darab ezüstöt, és azt a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen egészen. Also als der Mönch den Goldschmied zugeschaut hat. Der Goldschmied hat ein Stück Silber genommen, in das Feuer gehalten, über das Feuer gehalten und hat zugelassen, dass es ganz aufgewärmt wird. Az ötvös kezdte magyarázni, hogy egészen a tűz közepébe kell tartani, ahhoz, hogy teljesen meg tudjon olvadni. Ott, ahol a lángok a legforróbbak, hogy minden szenny kiégjen a tűz hatására az ezüstből. Inzwischen hat der Goldschmied dem Mönch erklärt, dazu, dass das Silber ganz rein wird, muss man das in die Mitte des Feuers halten, wo die Flammen am heißesten sind, damit alle Schmutz ausgebrannt wird vom Silber. A szerzetes nagyon elgondolkodott ezen a képen, és Isten így a forró helyen tart bennünket, hogy aztán felelevenítse ezt az idézetet, az ötvös leült, és megtisztítja az ezüstöt. Der Mönch hat nachgedacht über dieses Bild, weil es ihm eingefallen, auch uns hält oft Gott in die heißeste Flammen, in die größte Leiden, damit er uns ganz reinigen und läutern kann. Szerzetes megkérdezte akkor az ötvöst, hogy igaz-e az, hogy a tűznél kell folyamatosan ülnie. Der Mönch hat den Goldschmied gefragt, ob es auch stimmt, dass der Goldschmied ständig beim Feuer sitzen muss, während der Zeit der Reinigung des Silbers. Az ötvös mondta, hogy igen, ez így van. Egy percre se veheti le az ezüstről a szemét, mert hogyha leveszi, akkor egy perc alatt szétolvad. Der Goldschmied hat gesagt, ja, er muss
Er muss die ganze Zeit dort sitzen und sogar er darf sein Auge nicht einmal abwenden vom Silber die ganze Zeit, weil wenn das Silber nur eine Minute länger in den Flammen bleibt, als es gereinigt wird, danach eine Minute länger, dann wird ganz vernichtet. Also er muss sehr aufpassen. A szerzetes egy rövid ideig csöndbe maradt, majd megkérdezte tőle ismét. Blieb der Mönch eine kurze Zeit ganz still und nachgedacht und hat ihn dann wieder gefragt. És honnét tudja, hogy mikor lesz teljesen tiszta az ezüst? Und woher wissen Sie, wann das Silber schon ganz rein ist? Az ötvös mosolyogva csak ennyit mondott. Ó, az nagyon egyszerű, amikor már amikor meglátom magamat benne. Und dann hat der Goldschmied lächelnd nur so viel geantwortet, oh, das ist ganz einfach, wenn ich mich darin sehen kann, also wie in einem Spiegel. Tehát ez egy nagyon szemléletes példa arra, hogy hogyan tisztít meg minket is a szenvedés által a Jóisten. Ist vielleicht ein einprägsames Beispiel dafür, wie Gott auch uns läutert und während der ganzen Zeit des Leidens seine Augen von uns nicht abwendet und auf uns sehr aufpasst, bis wir dann ganz geläutert werden. Er hält uns auch nicht länger im Leiden als nötig. De addig viszont benne tart a tűzbe, ameddig nem tisztulunk meg. Aber er hält uns dann im Feuer so lange, bis wir nicht ganz geläutert werden. A mi életünkben is van ilyen tisztulási folyamat, és ez fájdalommal jár. Auch in unserem Leben gibt es so diese Reinigungsprozess, was mit Schmerz und Leid verbunden ist. Ez senki nem kerülheti el. Das kann niemand vermeiden. És ahogy az ezüst, az ötvösnek is az egy folyamat, tehát nem egy rövid művelet ez, hanem ugyanúgy a szenvedés is egy egész folyamat. Tehát egy van kezdete, van vége, de hát ez nem tőlünk függ sokszor, hogy mikor kezdődik és mikor van vége. Wir wissen oft nicht, wann diese Läuterung, wie lange das dauert, und deshalb sind wir oft schon ungeduldig. Aber wenn wir erkennen das göttliche Geschenk im Leiden, den Sinn des Leidens, besonders wenn wir das vereinen mit dem Leiden des Herrn, dann kann das Leiden uns große Früchte bringen, außer unserer Läuterung auch noch bei anderen Menschen fruchtbar werden. És akkor lesz gyümölcsöző ez a tisztulási folyamat, ha Jézus Krisztus arca bennünk is fel tud ragyogni. Also diese Läuterungsprozess wird dann wirklich fruchtbar sein, wenn das Gesicht des Herrn auch in uns aufleuchten kann, wie das der Goldschmied gesagt hat, er sieht sich dann im Silber, in uns soll dann auch das Gesicht des Herrn sichtbar werden. Akik ismerik, májosítja a bűn meg a... Igen, mert hogyha az isteni képmást elhomályosítja, a megsebzettségünk, hibáink és bűneink és rossz szokásaink is. Weil unsere Verwundungen, unsere Sünden, unsere Fehler verzerren in uns das göttliche Bild, weil wir sind eben Bilder Gottes, aber durch die Sünde wird dieses göttliche Bild in uns verzerrt und das muss der Herr wieder herstellen in uns. Das geht nur durch Leiden oft. Schwester Hildegard beszélt arról, hogy mennyi szenvedésen kellett keresztül mennie Elzsébet asszonynak. Ich habe darüber vorher gesprochen schon, wie viele Leiden auch die Elisabeth Kindelmann also erleiden musste. De azt hiszem, hogy minden
ember életében vannak olyan időszakok, amikor különösen is sokat kell szenvednie. Aber in jedes Menschen sind Zeiten, wo wirklich die Zeit des Leidens ist. És ezek közelebb vezetik a Jóistenhez az embert. Aber wenn wir diese Zeiten gut ausnutzen und die Leiden gut stehen zu den Leiden, dann können sie wirklich uns Gott viel näher bringen. Weil der Herr musste auch so viel leiden. Er konnte auch nur durch Leid uns erlösen. Und wenn wir auch mit ihm leiden, dann kann er uns ihm viel ähnlicher formen und machen. Das sehen wir auch am Beispiel des Pater Pio, der heute seinen Geburtstag hat. Wie viel musste er leiden, obwohl er schon so heilig war, auch für anderen natürlich. Aber dadurch wurde er so ganz ähnlich dem Herrn, dass er sogar seine Wunden getragen hat. Und dann kann eigentlich man mitfühlen mit dem Herrn, wenn man auch im Leiden bereit ist, ihm nachzufolgen. De az a kérdés, hogy mi hogyan reagálunk a szenvedésre. Also das ist sehr wichtig, diese Frage, wie wir auf das Leiden reagieren. Miként viseljük el a szenvedést, vagy pedig csak lázadunk ellene? Ob wir gegen die Leiden rebellieren, oder einfach erdulden, oder sogar aufopfern können und natürlich die hohe Stufe schon, die Heiligen schon erreicht haben, dass sie mit solcher Liebe leiden konnten, natürlich schon sehr vereint mit dem Herrn, dass sogar diese Freude des Herrn während der Zeit des Leidens in ihnen war. Zum Beispiel die Elisabeth Gagot, sie hat geschrieben, und die Elisabeth Kindelmann schrieb auch, das ist ein Leiden für mich, wenn ich nicht leide, weil sie mussten, dass das wirksamste Mittel der Rettung der Seelen, wenn sie mit dem Herrn vereint, mit seiner Liebe, leiden. Dadurch können sie die meisten Seelen retten, und deshalb ist das Leiden auch eine der größten Charismen, wenn man so leiden kann. És az a kérdés, hogy mi az, ami képessé tesz minket, hogy a lelki nyomorúságon, vagy a gyötrelmeinken, elhagyatottságunkon, vagy bármilyen szenvedésünkön átsegítsen minket. Was befähigt uns, die Leiden gut zu ertragen und also gut leiden zu können? Az üzenyos szeretet, anyai szeretettel által felkínálja a túláradó kegyelmet a szeretetlánkban, amivel segíteni akar minket a nehézségek idején is. Die Sakramente der Kirche stärken uns dabei, und auch die Mutter Gottes betont oft, dass sie durch ihre Liebesflamme uns auch eine große Gnadenhilfe anbietet für unsere Leiden. Also damit, dass wir mit Liebe annehmen können, die Leiden, und aufopfern können. Nagy Konstantinnak, császárnak volt egy látomása, amikor a keresztet látta, és egy felirat volt, hogy a jelben győzni fogsz. Der Konstantin, der Große, dieser Kaiser, auf Deutsch Konstantin, 311, vor einer entscheidenden Schlacht, hat er eine Vision, er hat ein Kreuz gesehen, mit einer Aufschrift: in diesem Zeichen wirst du siegen. És amikor valóban győzött is, a keresztjelével mentek ki a csatába, és akkor, amikor győzött, akkor utána hálajeléül a keresztényeket felszabadította 313-ban. Sie sind dann wirklich mit dem Zeichen des Kreuzes in die Schlacht gegangen, haben auch gesiegt, und als Zeichen seines Dankes, also aus Dank, hat er dann die
Christentum als Staatsreligion gemacht und dann haben aufgehört die Christenverfolgungen 313. Tehát, amint a Schwester Hildegard is említette, a Jézus öt szent sebél tiszteletére kérte, hogy összörvessünk keresztet. Ez a szenvedéseinkben nagyon erős segítség és oltalom mindazok számára, akik nagyon mély ponton vannak. Es hilft uns auch bei unseren Leiden, die Leiden des Herrn zu betrachten. Dann schöpfen wir auch Kraft aus seinen Leiden und auch die Betrachtung seiner heiligen Wunden, die fünf Wunden zum Beispiel, und das fünfmalige Kreuzzeichen kann auch viel Kraft geben. Und der Schwester Faustina hat der Herr gesagt, zum Beispiel, wie wertvoll das Betrachten der Leiden des Herrn ist, dass es in seinen Augen wertvoller ist, eine Stunde über die Leiden des Herrn zu betrachten, die Leiden des Herrn zu betrachten, als wenn sie ein ganzes Jahr lang sich bis zum blutigen Wunden so peitschen geißeln würde. Also ganz wertvoll ist die Betrachtung der Leiden des Herrn. Szűzanya többször hangsúlyozta nekem, hogy az ő megváltói művében munkatársai vagyunk, és így a szenvedéseink által is, hogyha azt felajánljuk, akkor tudunk neki segíteni. Die Mutter Gottes hat auch, das Schwester Agnes öfters betont, wir sind ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter des Herrn im Werk der Erlösung und sie als Miterlöserin auch ihre Gefährten im Werk der Heiligung, der Erlösung. Anyai szeretetemben hívtalak meg benneteket, hogy a lelkek megmentéséhez imával, engeszteléssel és áldozattal járuljatok hozzá. In meiner mütterlichen Liebe habe ich euch dazu berufen, durch Gebet, Sühne und Opfer zur Rettung der Seelen beizutragen. Szükségem van rátok, imáitokra és engesztelő cselekedeteitekre. Ich brauche euch, eure Gebete, eure guten Werke zur Sühne. És hát az egyik leghatékonyabb fegyverünk, hogyha a szenvedéseinket így felajánljuk a szűzanya által. Ein sehr großer Schatz ist das Leiden und eine der stärksten Waffe ist, wenn wir unsere Leiden aufopfern, vereint mit den Leiden des Herrn und der Mutter Gottes. Wie ich gestern auch erwähnt habe, wenn das ist mit goldenen Buchstaben aufgeschrieben werden, dann unsere Werke im Himmel, wie die Katharina Emmerich gesehen hat, wenn wir unsere Werke und auch Leiden und Opfer vereinen mit den Verdiensten des Herrn und der Mutter Gottes. Tehát a szűzanya munkatársainak hívott meg, hogy vele együtt munkálkodjunk a lelkek megmentésén. Ez számunkra egy nagy kitüntetés is, de ugyanakkor feladat és munka. Dass die Mutter Gottes uns zu ihren Mitarbeitern berufen hat bei der Rettung der Seelen, ist auch eine große Auszeichnung, aber auch eine ernste Aufgabe, große Aufgabe und auch Verantwortung. Sőt, kötelességünk is, hogy ezt megtegyük, hogyha csatlakoztunk hogyha elfogadtuk, a szívünkbe fogadtuk a szűzanya szeretet lángját. Sogar das ist eine Pflicht für uns, weil wir können auch lesen in der Heiligen Schrift, wer je größere Gnaden man bekommen hat, umso mehr wird von einem erwartet. A szűzanya jól ismeri az emberi természetet, tudja, hogy ha kitüntetésnek annak örülünk, sőt, büszkék vagyunk, hogy milyen jó, hogy kiválasztott minket az úr vagy a szűzanya, de hogyha már feladatról van szó, akkor sokszor meghátrálunk, vagy talán nincs annyi erőnk, nem merítünk annyi erőt az imádságos életünkből, hogy legyen energiánk kitartani.
Die Mutter Gottes weiß, solange es um die Auszeichnung geht, solange freuen wir uns, aber wenn es schon zu Opfer und Leiden kommt, da oft halten wir schon und dann machen wir nicht mehr so bereitwillig mit. Ezért ad a szüzanya egy nagyon egyszerű, és mindenki számára használható eszközt a felajánlásban. Deshalb gibt die Mutter Gottes ein einfaches und für jeder, dass jeder benutzen kann, dieses Mittel. Azt mondta a szüzanya, szeretett lángomra hivatkozva imádkozzatok, engeszteljetek, és így ajánljátok fel napjaitokat. Das ist die Weihe oder Aufopferung, dass wir schon am Anfang des Tages, morgen früh aufopfern, den ganzen Tag, alles, was wir tun, alles unsere Gebete opfern, alles, was wir sind und alles, was wir tun, den ganzen Tag. És ahogy tegnap említettük is, II. János Pál pápának az egyik idézete, a Grignion Szent Lajosnak a tökéletes Mária tiszteletéről. Und sie sagte, euch auf meine Liebesflamme berufend, betet, leistet Sühne und so opfert ihr eure Tage auf durch mein unbeflecktes Herz der heiligsten Dreifaltigkeit, versunken in der Gnade der Liebesflamme durch diese Tagesweihe oder Aufopferung werdet eure alltägliche Werke sehr wertvoll. Das Gebet, die Sühne, die Arbeit, sogar die Ruhe oder Erholung. A szabadságnak a szeretet a mércéje. Der heilige Grignion von Montfort, den wir gestern zitiert haben, schreibt, der Maß der Freiheit ist die Liebe. Das ist ein sehr tiefes Wort, wir müssen aufpassen. Also der Maß der Freiheit ist die Liebe. Olyan szabadok vagyunk, amilyen odaadással szeretünk. Wir sind so frei, mit welcher Hingabe wir lieben. Also in dem Maß wir lieben, in dem Maß sind wir frei. Und wenn wir mit großer Hingabe lieben, dann sind wir umso freier. Minél odaadóbb egy lélek Szűz Mária iránt, a kegyelmek Istentől rendelt közvetítője iránt, annál bensőségesebben meríthet az isteni szív kegyelmi árjaiból. Je hingebungsvoller eine Seele gegenüber die heilige Jungfrau Maria ist, die Vermittlerin der von Gott bestimmten Gnaden ist, umso inniger kann er schöpfen aus dem Gnadenflut des göttlichen Herzens und umso näher kommt er zum Urheber der Gnaden selbst, zu Gott. És hogy a szenvedésre is ez vonatkozik. És annál közelebb jut az elmagához, a kegyelem szerzőjéhez, Istenhez, és ugyanez vonatkozik a szenvedésre is. Und das bezieht sich auch auf das Leiden, wie wir hier gehört haben über die Liebe. Mit je hingebungsvoller Seele wir leiden und unsere Leiden aufopfern, umso mit wie größere Liebe wir leiden können, umso näher kann es uns Gott bringen. A szüzanya többször hangsúlyozta, hogy fontos, hogy személyes élő kapcsolatunk legyen Jézussal. Die Mutter Gottes betont oft, dass es sehr wichtig ist, dass wir den persönlichen Kontakt mit Jesus sehr pflegen, dass wir immer in einer lebendigen, innigen Kontakt sind. Beziehung mit dem Herrn. Tehát jó az, hogyha valakinek van többféle imádsága, de még jobb az, hogyha elimádkozza a napi felajánló imádságát, a rózsafűzért, és azon kívül pedig, hogyha persze vannak kötelező ilyen vállalt imádságai, vagy a zsolozsban szerzeteseknél,
papoknál, de az nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy élő kapcsolatom Jézussal és a szűzanyával. Da wir nicht immer gebundene Gebete beten können und sollen auch nicht, sondern das, was der Herr wünscht, dass wir unentwegt beten sollen, heißt das, dass wir immer in der Gegenwart Gottes versuchen zu leben. Wir vergegenwärtigen uns, dass wir in seiner Gegenwart sind, in der Gegenwart seiner Liebe, und dass wir unser Herz und unsere Seele immer zu ihm heben. Und auch wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag schon aufgeopfert haben, morgen früh, dann genügt oft ein Stoßgebet oder ein Denken, ein liebevolles Denken an den Herrn, an die Mutter Gottes. Aber so ständig, egal was wir tun, alles mit dem Herrn vereint und mit dem Mutter Gottes zusammen tun. Und dann pflegen wir diese Beziehung mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes. Hogyha egy fiatal pár szerelmesek egymásban, akkor nyilván, hogy az egyik mindig a másikra gondol, és a másik az egyikre, tehát nem egy negyedikre. Wie zum Beispiel ein junges Paar, sie denken immer aneinander, weil sie einander lieben. So soll unsere Beziehung mit Gott sein. Immer an ihn denken, und wir werden dann auch umso intensiver seine Liebe erfahren, weil er wird unsere Liebe nicht ohne Antwort lassen. Wir werden dann auch umso mehr seine Liebe erfahren. És hogyha ilyen személyes kapcsolatunk van Jézussal és a szűzanyával, akkor az életünket ez a kegyelem meg fogja változtatni. Und dann wird diese persönliche Beziehung, unsere persönliche Beziehung mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes, unser Leben ganz ändern. És egy felmérést is készítettek, hogy milyen, hogy a megtérők között, hogy ki az, akire a legnagyobb hatást mi gyakorolta. Es wurde ein Test gemacht, bei den Menschen, die sich bekehrt haben, was war mit dem größten Einfluss auf sie bei ihrer Bekehrung? A prédikációk hatására is voltak, akik megtértek, ezt feltüntették. Es waren mehrere natürlich, die zum Beispiel aufgrund guter Predigten sich bekehrt haben. De a tanúságtevők többsége a személyes tanúságtétel nyomán tértek meg. Aber man hat festgestellt, dass das Wirksamste die Kraft des der persönlichen Lebensbeispiel war der Menschen. Also dass man das beste Zeugnis durch sein eigenes Leben geben kann. Das war der bedeutendste für die Menschen. Das Lebensbeispiel heiligmäßiger Menschen. És hogyha valakinek személyes kapcsolata van Jézussal és a szűzanyával, akkor az magával hozza azt is, hogy akkor ilyen tanúságtevő életet tud élni. Und wenn jemand in einer ganz innigen Beziehung ist mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes, das strahlt schon aus, auch wenn er nichts sagt oder das strahlt einfach aus, diese enge Beziehung des Menschen mit dem Herrn. És hát a legjobb az, hogyha olyan a prédikáció, hogy egy személyes tanúságtételről szól. Natürlich sind auch die Werke entsprechend eines solchen Menschen und seine Worte, aber schon irgendwie strahlt es aus, die Liebe Gottes der Menschen. Und auch die Predigt ist oft sehr gut, wenn es ein persönliches Zeugnis auch enthält.
Oder das ist auch wirksam, auch wenn wir nicht Priester sind, aber nicht predigen, aber wenn wir unser persönliches Zeugnis sagen, was Gott in unserem Leben getan hat, weil das überzeugt die Menschen am meisten. Es steht auch in der Heiligen Schrift, in der Apokalypse, der Böse wurde besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugnis. Also das zwei Wichtigsten benannt als das Blut des Lammes und das Wort ihrer Zeugnis. So sehr wichtig ist unser Zeugnis. Und niemand anders kann das Zeugnis unseres Lebens sagen. Das sollen wir geben den Menschen. Und das ist auch das Überzeugendste. Mega Vajrol, Vajrol, jó? Was noch vorher gehört noch dazu, zu dieser innigen Beziehung mit dem Herrn und dass wir oft an den Herrn denken sollen, gehört hierher auch noch die Sehnsucht. Der Herr hat auch der Elisabeth Kindelmann viel gesprochen über die Sehnsucht als ein wunderbares Mittel in unserer Hand, weil er sagt, die Sehnsucht verbindet den Himmel mit der Erde. Also wenn wir uns sehnen nach dem Herrn, dann kann er uns nicht widerstehen. Und die Sehnsucht ist auch der Gradmesser der Liebe. Das wissen wir auch, wenn wir einen Menschen lieben, dann zum Beispiel die junge Paare sehnen sich nach einander. Also wenn wir uns so sehnen nach dem Herrn, dann wird er unsere Sehnsucht erfüllen und unser Herz erfüllen mit seiner Liebe. Wir sollen auch darum bitten, dass er die Sehnsucht nach ihm in unserem Herzen wächst, weil das zeigt, wie sehr wir können gut prüfen, wie wir jemanden lieben, nach dem Maß, wie wir uns nach ihm oder ihr sehnen. Und das ist auch so bei Gott. Unsere Liebe zu Gott können wir auch prüfen, wie sehr sehnen wir uns nach Gott, wie sehr sehnen wir nach dem Gebet, nach der Anbetung, nach der Heiligen Messe, nach der Beziehung mit Gott. Das zeigt unsere Liebe zu ihm. Wenn wir merken, nicht so sehr, dann müssen wir noch um diese Sehnsucht bitten, dass wir nach ihm sehnen. A szeretett láng egyik legfőbb hatása, hogy belülről megváltoztat minket. Eine der wichtigsten Gnadenwirkungen der Liebesflamme ist, dass sie uns von innen wandelt. Megváltoztatja a szívünket, gondolkodásmódunkat, felfogásmódunkat. Wie die Mutter Gottes sagte, sie wirkt ihre Wunder in der Tiefe der Herzen. Sie wandelt unser Herz, unsere Denkweise durch die Liebesflamme, dass wir nach den himmlischen mehr streben als nach den irdischen. Szűzanya mondta, hogy szívem lángoló szeretete által hívtalak meg benneteket az engesztelő életre. Die Mutter Gottes sagte, durch die flammende Liebe meines Herzens habe ich euch zum sühnenden Leben berufen. És a szeretett lángom által kívánom az emberi szíveket a szeretet tüzére gyullasztani. Und durch meine Liebesflamme möchte ich die Herzen der Menschen zur Gottesliebe entzünden. Tehát, hogyha mi szívünk is lángra gyullad a szeretettől, akkor az az isteni szeretet, amit a szűzanya közvetít, az változtatja meg a szívünket.